Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Dantes Inferno. Wir finden uns immer noch in der Völlerei und ich muss ja dieses komische Labyrinth machen. Ja, es ist schon Folge 10, Leute. Folge 10 schon von Dantes Inferno. Ich bedanke mich bei allen Leuten, die das Let's Play hier schauen, die es unterstützen mit Daumen nach oben. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Und auch, ja, sollte euch das Let's Play weiterhin gefallen, die Folge heute auch. Gerne immer Daumen nach oben geben. Immer fleißig bewerten das Video mit 100 Daumen. So, ich muss kurz die Sachen hier wieder einsammeln. Dann haben wir die Judas-Münze noch. Und dann machen wir mal weiter hier. Hier muss man quer denken. Quer und unkompliziert. Okay, so, jetzt hole ich mir diese Plattform. So, und jetzt muss ja von oben drauf denken. Das heißt, ich kann hier rüberspringen. Dahin. So, hier haben wir einen weiteren Hebel. Aber auch hier einen Brunnen. Ich schaue erstmal, wo ich hier hinkomme. Wow! Ach, okay, da fällt man dann da runter. Oh, muss man das vielleicht abpassen, dass man da auf diese Plattform rauffällt? Man muss ja erstmal einmal gucken, wo die Portale hinführen. Okay, wenn ich da durchgehe, dann falle ich also da oben runter. Was macht dieser Hebel hier? Der dreht das Portal. Wenn ich den jetzt aber durchgehe, dann... Ja, was soll ich denn da? Ich probiere es einfach aus. So. Jetzt bin ich wieder hier. Was ist, wenn ich den hier nochmal betätige? Dreht sich der unten wieder. Also der Hebel macht immer noch das Gleiche. Also den da drehen, finde ich hier oben noch nicht so wirklich sinnvoll. Okay, da schiebt die Plattform dann da unter und dann muss ich rauf. Dann muss ich mit der Plattform nach unten fahren? Oder das geht da... Ah, das fährt nochmal in das Portal rein. Interessant. So, nicht zu früh. Jetzt. Ha. So, dann fährt das Ding weg. Ich fährt da durch. Okay. Da war noch ein Brunnen. Ich war noch nicht fertig. Darf ich nochmal zurück? Nö. Oh, schade. Siehst du, da habe ich einen Brunnen habe ich nicht gekriegt. Hätte ich da vielleicht abspringen müssen mit dem von dem Ding? Rüberspringen von der schwebenden Plattform? Aber das war doch mal einfallsreiches Map-Design, oder? Oh, ja, wir sind in die nächste Speicherposition. Mensch, Folge 10, Dantes Inferno, ey. Läuft. Geht gut voran. 2000 Dinger. Kann ich hier noch irgendwie einen geilen Angriff für meine Sense holen? Dantes Griffangriffe. Ja, guck mal hier. Guck mal, schwere Angriffe hier. Kostet 1500. Günstig und einfach gelernt. 1, 2, 3, 4. Na, der ist doch schön. Im kalten Morast befinde ich mich. Und wieder runter. Runter. So. Und da drüben kann ich hoch. Aber auch runter. Hoch und runter kann ich da. Wir gehen erstmal hoch. Ah ja, hier haben wir ein Relikt. Oh, Judas-Münzen. Yay. Schon wieder 3000. Nice. Wieder 3000. Was gibt's denn hier noch? Ah, der Angriff war, glaube ich, nicht so gut. Der hier dauert auch ein bisschen lange, glaube ich.
Zyklon in der Luft. Alter, das sieht ja nice aus. Todeskahn. Drücke während eines Todestornados LT und X, um deinen Gegner mit einem kritischen Angriff in die Luft zu schleudern. In die Luft schleudern finde ich immer doof. Gibt es auch noch davon eine Passive? Sturm der Wollust. Hat der nicht ja auch so eine Passive, um nochmal Rüstung zu kriegen? Irgendwie nicht. Ich nehme die Angriffe nochmal auf mehr Reichweite mit. Und hier ein bisschen Mana-Vorrat. Ne, kostet 2000. So. Ein weiteres Relikt. Voraussetzung, Heiligkeitsstufe 3, gewährt die Möglichkeit eines automatischen Erholungsangriffs, wenn Dante zu Boden geworfen wird. Das gefällt mir. Den level ich mal. So. Okay. Reliquie gefunden. Und runter. Und weg von Feuer. Huh. Da war ich schnell. Okay. Aber das geht doch wieder an, alles. Komisch. Es bleibt ja hier nicht permanent aus. Nicht da, ich weiß, glaube ich. Ich weiß es. Na, komm schon. Und jetzt schnell Anlauf nehmen. Ich kann nicht schwingen. Ah, war ich zu... Das wäre doch nichts. Ich muss, glaube ich, ein bisschen höher. Nochmal das Ganze. Na. So, jetzt habe ich's. Ha, der Sprung war dann leichter als das Feuer auszumachen. Wieder runter. Gibt's was auf der Seite? Gibt's nicht. Oh Gott, schon wieder so viel Feuer. So viel Feuer! Und jetzt? Ja. Toll. Ich glaube, ich muss da... Kann ich in der Luft mich nochmal abfangen mit dem Doppelsprung eigentlich? Hör auf zu lachen. Das ist nicht witzig. Oh, da war ich zu weit. Zu schnell. Springen kann man nicht, man muss echt einfach da schnell diese Taste halten, ey. Da ist aber echt ein kleines, mickriges Zeitfenster. Oh, wie schnell. Nee. Erstmal hier runter. Ich habe nicht viel Zeit. Okay. Hoch oder runter? Runter! Wo bin ich jetzt? Hier sieht es wenigstens nicht mehr so gedärmemäßig aus.
Habe ich die Völlerei schon hinter mir gebracht? Oder bin ich jetzt hier, wo die getrocknete Kacke ist? Was ein Gang. Ja. Stalaktiten. Kann man nicht zerstören, das Ding? Da steht etwas rechts, links. Oh, guck mal hier. Da ist ein... Ah, warte, hier kann ich doch lang hangeln. Haha. Eine geheime Höhle. Mit einem Relikt. So, da haben wir Krone von Karthago. Voraussetzung, Heiligkeitsstufe 5. Dantes Schutz vor feindlichen Fernangriffen verbessert sich um einen bestimmten Prozentsatz. Nett. Okay. Warte mal, da oben ist auch was. Wie komme ich denn da hoch? Man kann da hin. Da. Aha. Ich sehe schon. Ganz schön viel, was man übersehen könnte. Dann hier hin. Eine weitere Judas-Münze. Nee, hoch. Okay, und wie komme ich da drüben hin? Kann ich da auch irgendwie hangeln? Nee. Kann ich hier klettern? Oder ich springe. Ach, nee, das ist zu weit. Habe ich irgendeinen Weg übersehen? Man kann leider nicht so wirklich... Ne. Komisch. Einige Stellen, da fragt man sich echt, wie kommt man da am besten hin? Okay, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Vergil wird es mir sicherlich gleich verraten. Okay. Bäh. Nimm es alles. Wie soll ich meine Familie ernähren? Das ist nicht mein Problem. Ich muss meine Freunde bewirten. Ich bin in der Habgier gelandet. Ein weiterer Kreis der Hölle. Die Völlerei habe ich hinter mir gelandet lassen. Habgier und sein Daddy ist da. Dantes Vater ist hier in der Habgier. Für der Habgier Sünde, diese Seelen müssen leiden, waren sie doch blind im Geiste, maßlos gar in des Lebens Reigen. Und in der Pfaffenseel, ganz leise, zog die Gier immer größere Kreise. Was wird aus diesen gegensätzlichen Seelen? Mit geballter Faust oder geschorenem Haar kriechen sie aus den Gräbern für immer da, weil schlecht der eine nahm, der andere gab. Niemand je hat ihren Tod beklagt. Niemand je hat ihren Tod beklagt. Da haben wir geschmolzenes Gold, wo sie drin sind, um ihrer Habgier hier ein Ende zu setzen. Okay. Sehr viel bewegliche Teilchen. Das sieht mir aus wie eine Kampfarena hier.
eine Brücke. Okay. Hä? Oh. Zu früh gefreut. Da wird Gold nachgeschüttet. Ich denke mal, ich muss fertig sein, bevor das Gold hier oben ist, oder? Weg mit dir! Ich will das auf Stufe 4 haben, unheilig. Damit ich da schon den nächsten Reliktplatz kaufen kann. Okay. Was jetzt? Ah, kommt nochmal Verbrannte hier. Gib mir meinen Hebel wieder. Keine Zeit. Jawohl, da ist er. Okay, und ein Speicherpunkt. So, da ich gerade nicht weiß, wann der nächste Speicherpunkt kommt, ist es heute eine kürzere Episode. Aber ja, die Speicherpunkte sind hier nicht ganz so prickelnd gelegt worden und ich muss die Aufnahmesession heute erstmal wieder beenden. Das waren jetzt hier einige, also ich habe ein paar Folgen am Stück aufgenommen. Ich glaube drei jetzt und deswegen ja, kann ich hier am Speicherpunkt erstmal aufhören, damit das hier ab diesem Punkt genau beim nächsten Video weitergeht. Ich bedanke mich wie immer fürs Einschalten hier bei Folge 10 auch. Viele Rätselaufgaben, aber ich find's cool. Also dieses Map-Design ist einfach richtig geil gemacht. Ich, ja, ich vermisse solche Spiele heutzutage, dass da, ja, nicht noch mehr wie in diese, also in diese Richtung mehr rauskommt. Finde ich schade. Gut, aber 2018 kommt ein neues God of War. Dankeschön fürs Einschalten. Bis zur nächsten Folge von Dante's Inferno. Macht's gut. Ciao, ciao.